Hallo Tag auch, willkommen zu Alien Barbecue. Eigentlich wollte ich ja heute den zweiten Teil des Grillroulettes der Barbecue-Freunde drehen, aber hier ist irgendwie heute noch gar nichts angekommen. Was war das denn jetzt, bitteschön? Ein Päckchen. Ein Fischstäbchen-Päckchen. Ey Leute, was soll ich mit Fischstäbchen? Oh, wartet, hier ist eine kleine Nachricht. Mal sehen, von wem die ist. Oh, die ist von Hausi. Lieber Jelly. Mein Gott, hat der wieder langsam geschrieben. Aber okay, ich nehme die Fischstäbchen und akzeptiert. Auf geht's, ich lasse mir was einfallen. Ja, ich habe mir was einfallen lassen und zwar, wir machen Fischstäbchen-Bacon-Burger. Richtig lecker, mit einer eigenen schönen Soße. Da brauchen wir ein bisschen Salatgedöns da, das seht ihr da oben. Wir brauchen hier, das sind dänische Gurken, eingelegt, sehr lecker. Ein bisschen Dillspitzen, wir brauchen Knobipulver. Des Weiteren brauchen wir Mayo, ein bisschen Senf und na klar soll ein Burger werden. Hier so ein Burgerbrötchen, könnt ihr auch selber backen. Und das Ganze, na klar, das bereiten wir zu in dem Deckel vom Dutch Oven. Okay. Auf geht's. Ja, als erstes brauchen wir die Mayo. Von der Mayo nehmen wir so 4, 5, 6 Esslöffel in die Schüssel und geben dann gleich einen sehr schön gehäuften Teelöffel Senf dazu. Der Senf, den ich hier verwende, der ist übrigens mittelscharf. Ja, zack, rein mit dem Senf. Weiter geht's. Wir brauchen jetzt ein bisschen Würze da dran. Und da nehmen wir als erstes ja einen guten Teelöffel Knoblauchpulver, direkt gefolgt von den Dillspitzen. Und da nehmen wir auch etwas mehr als einen Teelöffel. Also einen gut gehäuften Teelöffel dürft ihr da nehmen. Das gibt so einen richtig schönen Fischsoßengeschmack. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht zwischendurch, während ich das hier verrühre, eine kleine Info zu dieser Aktion. Das Grillroulette ist so eine Aktion von den Barbecue-Freunden. Die findet ihr auf Facebook, natürlich auch jetzt hier auf YouTube. Und wir sind 13 Mitglieder zurzeit und wir haben uns einfach mal die Aufgabe gestellt, ich schmeiß dir was rüber und du musst was damit kochen. Und ja, ich bin der Zweite in der Reihe. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Wobei, ich muss ganz ehrlich sein, so ein Fisch. Stäbchen-Burger, den habe ich schon vor ein paar Jahren mal im Kopf gehabt, aber nie richtig hinbekommen. Aber darum hat mich das natürlich doch schon gefreut, dass ich hier die Fischstäbchen bekommen habe. Aber das bleibt unter uns, Leute. Ja, jetzt müssen wir noch schnell die Gurken klein schneiden. Möglichst kleine Würfel brauchen wir hier. Das sind diese dänischen Gurken, oder es nennt sich, glaube ich, auch dänischer Gurkensalat. Die sind schon leicht süß, da ist ein bisschen Dill drin und feine Gewürze. Die schmecken echt toll auf jedem Burger eigentlich. Ja, und die schneide ich jetzt mal klein in, ja, möglichst kleine Würfel. Ihr könntet wahrscheinlich dazu auch einfach einen Gurkenrelish nehmen, aber ihr wisst, hier bei Jelly zu Hause in Jelly County wird alles selber gemacht. Okay, Gurken rein und dann wird das Ganze nochmal ordentlich verrührt. Ja, rühren macht Spaß, da kommt man auf Ideen und da fällt mir gleich ein, dass ich was vergessen habe. Ha, ein Fischstäbchen-Bacon-Burger. Na, bei wem klingelt es jetzt? Ah, wir werden es gleich sehen. Ha, okay, ich rühre das mal schnell zu Ende und dann kommt der Nachzügler. Oh, Backe. So, schnell die Löffel sauber gemacht. Hier verkommt nichts und dann wandert das erstmal, bis es gebraucht wird, in den Kühlschrank. Ja, und hier ist er, der Nachzügler. Kein Fischstäbchen-Bacon-Burger ohne Bacon. Los jetzt, rüber mit dir aufs Brett. Zack, zack. Ja, und ihr seht schon, auch bei den teuersten Spezialeffekten wird hier nicht gespart. Und jetzt kommt's. Boah, Kohle, Feuer, Leute, schaut euch das an. Boah, ich stehe auf so einen Mist. So, Kohlen sind drin. Wer genau aufgepasst hat, das sind ungefähr 8 Quadrimillionen Stück. Ich will richtig Hitze haben. Das heißt, ich will jetzt hier nicht spielen, ich will braten. Fischstäbchen müssen gute Hitze haben. Kennt ihr von der Küche aus der Pfanne.
Da kommt jetzt ein guter Schuss Öl in den Topfdeckel und dann warte ich, bis der heiß ist und dann kommen die Fischstäbchen. Ja, und man kann schon erkennen, ich habe da in der Mitte einen sehr heißen Hotspot. Ich lege die jetzt erstmal in die Mitte, aber ich werde gleich feststellen, in die Mitte ist das doch ein bisschen heiß. Ich fische hier schon Öl ab, darum lege ich die erst nach außen, schiebe sie dann nach innen. Aber ich werde mich gleich sehr schnell umentscheiden, weil die Gefahr, dass die Fischstäbchen nicht braun, sondern schwarz werden, ist einfach zu groß. Und darum verteile ich das gleich um den Rand herum, im Topf außen. Ja, und falls ihr die Barbecue-Freunde noch nicht kennt, die einzelnen Kanäle, dann wird es Zeit, dass ihr uns mal auf Facebook besuchen kommt. Dort findet ihr sie, die wilden 13 des deutschen Barbecues. Alles kleine, super Kanäle, die Top-Ideen haben. Und denen geht es eigentlich nur um eins, Spaß bei der Sache. Ich kann es euch nur empfehlen, besucht uns mal auf Facebook. Tippt einfach ein, Barbecue-Freunde, und dann werdet ihr uns garantiert finden. Und während ich euch hier Geschichten erzähle, sind die Fischstäbchen eigentlich schon fertig. So, das sieht schon nicht schlecht aus, schön etwas mehr als goldbraun teilweise, aber noch nicht schwarz, das ist okay, damit können wir umgehen. Die sollen doch schön knusprig sein, das heißt, wir garen die komplett durch erstmal, bevor der Bacon ins Spiel kommt, weil wenn ich die von vornherein mit Bacon einwickeln würde, dann wäre das eine furchtbar matschige Angelegenheit. Und die Panade, das ist das Tollste bei Fischstäbchen, die muss knacken. Okay, da ist der letzte Kandidat. Einmal wenden, gucken, sieht gut aus, rausnehmen. Und jetzt geht's los, Leute. Wir bauen den Fischstäbchen-Bacon-Burger. Natürlich, wir brauchen Bacon. Ich nehme jetzt hier zwei Streifen Bacon. Die lege ich nicht ganz dicht aneinander, ungefähr so, dass die Fischstäbchen von Ende zu Ende in Bacon umhüllt werden. Und jetzt, die Menge der Fischstäbchen richtet sich eigentlich nur nach der Größe eures Burgerbrötchens. Jetzt, ich habe etwas größere hier, darum nehme ich 4 Fischstäbchen. Legt die einfach nebeneinander auf den Bacon und dann schlage ich den Bacon einfach um. Also einfach drüberlegen, andere Ende, dass er schön überlappt. Und das machen wir mit dem hinteren Teilchen auch noch. Und dann, naja, wen wundert's, geht's zurück zum Feuer. Der Stabilitätstest hat es gezeigt, ich hätte eigentlich einen Schieber nehmen sollen und nicht meine kleine Garnelenzange, aber egal. Okay, jetzt nehmen wir das Bacon-Fischstäbchen-Päckchen und legen das jetzt wieder zurück in die Pfanne. Und das brutzeln wir jetzt so lange, bis der Bacon eigentlich rundum schön goldbraun und kross wird. Ich sollte mal den Hersteller anschreiben. Haha, Leute, guck mal, nie waren Fischstäbchen schöner als hier. Ja, und hier passiert es mir jetzt. Ich habe mich schon ein bisschen geärgert. Es ist halt nicht drunter geflutscht, diese kleine Zange, sondern die hat alles zusammengeschoben. Und der Bacon hat sich gelöst. Okay, kann vorkommen. Aber ich bin ehrlich, ich lasse das so, ich mache so weiter. Weil ich fusche jetzt nicht rum und mache jetzt ein neues Päckchen, damit das so aussieht, als wäre das das erste Päckchen. Nein, gibt's hier nicht. Okay, das ist fertig. Bacon hat eine schöne Farbe. Ich lege jetzt noch das Burgerbrötchen da rein und röste das im Baconfett ein bisschen an. Ja, und dann bauen wir das mal zusammen. Ja, das Unterteil vom Burgerbrötchen liegt auf dem Teller und da kommen mal so 2-3 Teelöffel von der leckeren Soße, die wir uns da eben zusammen gebastelt haben, drauf. Ja, und leider wird jetzt die leckere Soße von diesem grünen Zeug, das ist, glaube ich, Salat, nennt man das in Deutschland? Ich habe keine Ahnung, kenne mich damit nicht aus. Okay, der Salat kommt drauf und darauf, um die Show zu retten, unser Fischstäbchen-Bacon-Patty. Ja, ich mache den Bacon, weil es sich gerade, ja, wie ihr gesehen habt, zusammengeschoben hat, ein bisschen zurecht. Und dann geht es auch schon weiter. Noch mehr gesunde Sachen, ein paar Tomatenscheiben. Ihr seid hier völlig frei, wie ihr ihn belegt. Was ihr machen solltet, ist klar, das Fischstäbchen, Patty, das müsst ihr machen und diese Soße. Ansonsten sucht euch Belag aus, wie ihr mögt. Ich habe da noch Zwiebelringe, damit mache ich dann den nächsten. Und ihr könnt da auch noch mal ein bisschen Käse drüber machen, das Ganze überbacken. Ach, worauf ihr Lust habt, es schmeckt einfach. Okay, obendrauf nochmal ein ordentlicher Schlag von der leckeren Soße. Dann kommt der Deckel. Bumm. Bisschen andrücken, nicht dass es auseinanderfällt und tada, da ist er. Achtung, jetzt kommt noch mal ein super Spezialeffekt, der Drehteller. Vollautomatisch dreht sich hier dieses leckere Stückchen Esslust vor euren Augen.
Hey, sieht gut aus oder sieht gut aus? Ja, ich denke, der Fischstäbchen-Bacon-Burger ist eine sinnvolle Sache gewesen, um die Zutat zu veredeln. Und jetzt ist Steffen dran. Steffen von Lockergrillen. Lockergrillen.de findet ihr auf Facebook und natürlich auf YouTube, wo ihr ihn abonnieren müsst. Und für ihn hole ich was aus meiner Hose. Zwei schöne Eier. Schau dir das an, Steffen. Da sind sie. Tada, mach was draus. Das ist dein Ding. Ich pfeffer dir die mal eben rüber und jetzt bist du dran. Mach das Beste aus diesen Eiern. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Mir hat es irre Spaß gemacht, muss ich sagen. Wenn es so war, los, abonniert den Kanal, abonniert die Barbecue-Freunde, abonniert jeden einzelnen unserer wilden 13 und besucht uns auf Facebook und da müsst ihr uns auch liken. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Jelly!